Ich begrüße euch zum zweiten Part von The Legend of Zelda, A Link to the Past. Die Prinzessin eben hier in die vertrauenswürdigen Hände des Priesters gegeben. Uns wurde noch ein Tipp mit auf den Weg gegeben, wir sollen uns doch, nicht wie falsch von mir vorgelesen, nicht nach Shasrala begeben, also auf der Suche nach Shasrala, sondern der Dorfälteste heißt natürlich Sahasrala. Und die Burgwachen suchen wohl nach uns. Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt da draußen erwartet. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Part. Und mal schauen, was uns draußen erwartet. Hallöchen? Oh, da steht schon der Wache, habt ihr das gesehen? Mal gucken, ob wir hier was Nützliches finden. In den Büchen noch mehr von diesen Rubinen. Davon haben wir mittlerweile 130 Stück angesammelt. Ihr habt gesehen, ihr seht vermutlich einen kleinen Unterschied zwischen dem ersten Part und dem zweiten. Ich habe noch ein bisschen was an den Filtern geregelt hier am Emulator. Das ist ein bisschen... Oh, oh, geh weg! Mistvieh! Oh, wir sollten vielleicht mal den Boomerang rausholen. Ich glaube, die Lampe, die bringt hier draußen gar nichts. So. Dann können wir die nämlich auch betäuben, wenn sie aus einem blöden Winkel heraus angreifen. Oh. Okay. Kurz vorm Abnippeln schon wieder. Komm, kaum hat der Part begonnen. So. Ich glaube, zum Dorf ging es Richtung Osten. Ah, mir geht's schon wieder nicht so gut. Oh, hier haben wir den hauseigenen Friedhof der Kirche. Hier haben wir nichts gegen ein Herzchen, ein kleines. Wir haben ja mittlerweile herausgefunden, beziehungsweise Link, was diese kleinen Herzen zu gebrauchen sind. Sie stärken uns für unser weiteres Abenteuer. Oh, oh nein. Oh nein! Haha, betäubt. Und so kriegen wir den auch klein. Wenn ich mich recht entsinne, kann man hier irgendwie die Gräber schieben. Ging das nicht, ja? Wie war denn das nochmal? Oh, so war das, okay. Oh, ein Geist. Den kriegen wir klein. Hätte ja ruhig noch ein Herz fallen lassen können. Oh, noch ein Geist. Wir sind hier auf den Spuren von Tomb Raider. Heben wir die ganzen Gräber aus. Ich dachte, hier wäre noch ein Geheimgang gewesen, aber es kann auch sein, dass der auch erst da ist, wo wir noch nicht hinkommen. Sprich, diese Steine, die kriegen wir noch nicht weg, dafür sind wir noch zu schwach. Ich glaube, wir werden jetzt mal auf die Karte schauen. Nee, auf die Karte schauen. Schau ich denn auf die Karte? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man auf die Karte schaut. Ach so. Hier ist das Dorf Kakariko. Und da ist auch schon das Kreuzchen, das uns der liebe Herr Priester markiert hat. Drauf. Da werden wir ihn finden, irgendwo. Hier ist die ganze Map. Und da bin ich gerade. Würde ich mal sagen, machen wir uns schleunigst dahin auf den Weg. Oh, da sind schon wieder neue Wachen aufgetaucht. Aber der kriegt uns nicht klein. Oh, kann man hier runterspringen? Ich weiß es gar nicht mehr. Probieren wir es mal aus. Ah nein, es geht nicht. Es liegt anscheinend höher als wir. Ah, ich liebe diese Melodie. So,
Hier kommen wir, glaube ich, auch noch nicht hin. Da brauchen wir, glaube ich, eine Bombe dafür. Aber ich glaube, solange wird das nicht dauern, bis wir unsere ersten Bomben in den Händen halten. Oh, was ist das denn für ein Ding? Und Raben noch dazu. Aua! Ah, noch mehr magische Energie. Ich glaube, den hier können wir so betäuben und dann damit kaputt hauen. Dann wenn wir den auf normalen Wege kaputt hauen, das kann ich euch mal ganz kurz demonstrieren, dann wischt er uns eine, im wahrsten Sinne. Und so ein bisschen weh. Das sind die Gebrüder Holzhacker. Oder irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Mal schauen, ob die mit uns reden. Ritsch, ratsch, merkwürdig, wie sich der Baum beim Sägen anfühlt. Okay. Vorsicht, Link! Der seltsame Nebel über dem Wald ist wirklich unheimlich. Nebel? Habe ich noch gar keinen gesehen, aber danke für die Warnung. Das Holzfällerhaus. A. Holzhack und B. Holzhack. Ah, nette Namen. Toben und sehen wir ein bisschen aus bei denen zu Hause. Aber hier scheint nichts Nützliches für uns zu sein, deswegen gehen wir wieder raus. Ach, schaut mal, da hinten ist eine Höhle. Wollen wir da mal reinschauen? Da gucken wir mal kurz rein, da glaube ich. Oh, eine Fee. Also halt eine Feen. Oh, ich will das Herzteil haben. Sieht er das ein Herzteil? Komme ich noch nicht ran? Ich habe aber eine Ahnung, wie wir da rankommen. Aber später dazu mehr. Weil, warum ich das weiß, ich habe das Spiel bestimmt in meiner Kindheit ungelogen 7 bis 8 Mal durchgespielt oder 7 bis 10 Mal, ich kann es euch gar nicht genau sagen, irgendwas. Auf jeden Fall. So, hier den machen wir schnell da kaputt. Wir wollen nämlich das Schild mal lesen, was da steht. Achtung, Lebensgefahr! Betreten des Todesberges streng verboten. Das ist sogar gleich ein Todesberg. Ne? Das ist kein Wunder, dass es dann auch lebensgefährlich ist, nicht wahr? So, schwimmen können wir noch nicht, deswegen springen wir hier lieber nicht runter. Diese Wirbel, die ihr da im Wasser seht, die werden später auch noch sehr wichtig für uns werden. Sehr wichtig für uns sein. Das Coole an Zelda war ja schon jeher, man bekam immer das aus Truhen oder, also nicht aus Truhen, schlechtes Beispiel, aus Büschen oder Tonkrügen oder von Gegnern, was man gebraucht hat gerade. Das war meines Erachtens nach eines der ersten Spiele, das das so geboten hat. So, er uns... Lass mich... nein! Oh, wie schnell gebrauchen der? So, hier haben wir auch nichts mehr. Schade. Aber später einmal wird hier etwas Wichtiges sein. So habe ich es zumindest noch im Kopf. Mal schauen, ob ich da recht habe. So, auf ins Dorf. Jetzt sind wir schon fast da. Dorf Kakariko. Oh, die Wachen hier, die müssen wir mal schnell wegmachen. Ehe die uns noch hier den König informieren. Aber in dem Fall ist es ja gar nicht mehr der König, sondern eher der böse Aghanim. Was wird der wohl im Schilde führen? Im Schilde führen? Da bin ich mal gespannt. So, dann gehen wir mal hier rein. Ich glaube, das ist das Haus des Wahrsagers. Grüße. Ich sehe. Du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Es wird auch nicht teuer. Na gut, dann schau mal. Ich sehe, du wirst Sahasrala, den Dorfältesten, finden. Das kostet dich 20 Rubine. Hier noch ein wenig frische Energie. Oh, das ist aber Abzocke. Das weiß ich, hätte ich auch selber drauf gekommen, dass ich den noch finde. Gott sei Dank liegt das Geld hier
in jedem Zelda-Spiel, sprichwörtlich auf der Straße. Neben Busch, in dem man reinschaut, irgendwo ist immer Geld. Die Leute, die haben ja zu viel anscheinend in dem Land davon. Die Rubine sind nämlich unsere Währung in Zelda. Oh nein, ist mir gerade was runtergefallen. Lauscht der entspannende Musik des Dorfes von Kakariko. Ah, ja. Hier könnte man sich wohlfühlen. Gesucht! Oh, das ist eine Zeichnung von mir drauf. Der Entführer von Zelda! Schlagen Sie Alarm! Oh, scheiße. Wenn das die Dorfbewohner sehen, dann werden die nicht gut auf mich zu sprechen sein, glaube ich. So, hallo? Hi, was bist du denn für eine? Ach, sieh da, Link! Was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse, magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll es noch heute im tiefsten Innern des Waldes ruhen. Mehr weiß ich auch nicht. Verstehst du die Legende? Ja. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Na, herzlichen Dank. Nette Omi. Die hat anscheinend das Schild vor ihrer Tür noch nicht gesehen. Ah, hier ist gar nichts drin. Also hier ist schon... Ich dachte, hier wäre jemand drin, aber ist auch niemand drin. So. Gehen wir mal hier rein in dieses... bewucherte... Könnte man bewuchert, gewuchert... Eingewachsene... Häuschen. Was ist das denn für ein Typ? Hallo? Oha, Link! Dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Ach ja, Blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Okay. Oha, Link, dieses Haus war früher... Ah ja, das haben wir schon gehört, aber danke, dass du deinen Kommentar nochmal wiederholen würdest für mich. Für uns. Oha, was haben wir denn hier? Geheimnisvolle Kisten und Steine, die wir richtig verschieben müssen, um da ranzukommen. Oh, ganz viele Rubinchen. Das ist ja nett. Kommen wir zwar, glaube ich, jetzt nicht an alle ran, weil ich es schon wieder verbockt habe. Müssen wir nochmal versuchen. An diese möchte ich schon gerne ran. Und da seht ihr auch einen Riss in der Wand. An den kommen wir leider im Moment auch nicht vorbei. Weil uns noch diese Bomben links, ich sehe rechts von der Rubinanzeige, dieses blaue Symbol, das sind die Bomben. Wir haben null davon im Moment. Aber so kommen wir an diese Kiste ran. Und so kommen wir auch an die andere Kiste ran. Wie viele Rubine können wir eigentlich tragen? Gibt es hier auch sowas wie Börsen, wie bei Ocarina of Time? Das habe ich gar nicht mehr so genau im Kopf. Könnte sein. Aber hier ist offensichtlich nichts mehr, zumindest nicht, solange wir keine Bomben haben. So, was haben wir hier, ne? Ah, überall diese Schilder von uns. Oh, hier ein Flaschenverkäufer. Flaschen, Flaschen, schöne Flaschen. Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Nein, so treten Sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonders schönes Exemplar. Nur 100 Rubine. Was sagen Sie? Interessiert? Natürlich. Wir brauchen immer Flaschen. Je mehr, desto besser. Ich danke für Ihren Einkauf.
Halten Sie sie ruhig hoch. Beehren Sie mich bald wieder. Eine magische Flasche. Daran kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Oh ja. Die wird uns später wichtig werden. Seht ihr hier? Da können wir später Getränke reintun. Tränke, Feen. Wer Zelda kennt, der weiß, dass Feen eine wichtige Rolle spielen in Zelda. Hier werden wir mal in den Brunnen hüpfen, weil ich glaube, da versteckt sich ein kleines Geheimnis für uns. Und da haben wir die Bomben. Hier sind einige Bomben. Drücke A-Knopf, um eine Bombe hochzuheben und zu werfen. Ach, schaut mal, da ist auch wieder so ein Riss. Müssen wir gleich mal die Bombe ausprobieren. Rubinchen kann man immer gebrauchen. Noch mehr Rubine. Oh, das ist ja nett. Mal hier mal ein paar Bomben ausprobieren, nicht wahr? Geht alleine hoch, oder? Genau. Da öffnet sich ein Geheimgang. Was ist hier dahinter? Wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall jede Menge Geld, muss ich mal feststellen. Ui, ein Herzteil. Du hast ein Herzteil gefunden. 1 von 4. Wir brauchen insgesamt 4 natürlich, um einen weiteren Herzcontainer zu bekommen. Ihr seht rechts oben meine Herzzahl. 4 Stück. Wenn ich 4 Herzteile finde, erhöht sich diese Herzzahl um 1. Jetzt bin ich mal gespannt, wo kommen wir denn hier raus? Ach, hier unten. Wer hätte das gedacht? Ach, schaut mal. Jetzt können wir ja nochmal in dieses zugewachsene Haus gehen. Jetzt haben wir ja noch 2 Bomben, haben wir, glaube ich, noch übrig. Muss ein bisschen sparsam sein, solange wir nicht mehr davon haben. Aber den Riss, den müssen wir einfach mal freisprengen, glaube ich. In Sicherheit gehen. So. Was haben wir hier? Noch mehr Rubine. Nehme ich sehr gerne. Wer weiß, wann wir das nächste Mal eine teure Flasche erstehen müssen. Noch ein Herzteil. Das läuft ja. 2 von 4 haben wir jetzt schon. Aber nur noch eine Bombe jetzt. Mal schauen, wo wir die einsetzen können. Ach, diese schöne Musik hier im Dorf. Gefällt das nicht auch so wie mir? Ah, herrlich entspannend. Oh nein. Geht, glaube ich, mal hier rein, bevor wir mit dir reden. Ich habe da was, was im Gefühl, was uns nicht gefallen wird. Schaut mal, da ist ein Bild von Mario. Seht ihr das? Oh! Okay. Das... Habe ich das schon gewusst, oder? War das jetzt neu? Okay, auf jeden Fall ist das ein Bild von Mario. Ich glaube, das ist neu für mich. Das wäre aber schlecht, wenn das neu für mich ist. Kann auch sein, ich habe es vergessen. Wenn wir die jetzt anquatschen, werde das jemals passiert. Alarm! Alarm! Wache! Hier ist der gesuchte Link! Wache! Kommt schnell! Und dann verpisst es sich in ihr Haus. Und die Musik ändert sich schlagartig. Und die Musik ist wieder entspannt. Kommen wir jetzt wieder hier rein? Nö. Hat sich da schön verbarrikadiert, die Olle. Was ist das hier für ein zugewuchertes Häuschen? War lange keine Rasenmähe. Gucken wir mal da rein. Hallo? Grüß dich, Link! Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Na, lass mal hören. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Aber der Schatz der Zoras soll wirklich... Das müsste man sich mal ansehen, nicht? Na, danke für den Tipp. Werden wir mal im Hinterkopf behalten. Haben wir hier schon drin? Ich glaube nicht. Gehen wir da mal rein. Oh, was ist das denn? Ein Junge, der schläft. Schau mal, jetzt hopft auch wieder so ein Bild. Ne, hier passiert aber nichts. Okay. Jetzt haben wir den aufgeregt. Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin.
Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Ah, cool. Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Oh ja. Feen, Insekten. Ich hoffe, dass es mir bald wieder besser geht. Oh, armer Junge. Oh nein. Frame Lag. Oh nein. Oh nein, hör auf damit. Kurz mal die Aufnahme unterbrechen. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. War wohl kurz, ich weiß, kann es nicht begründen, warum. Kurz die Aufnahme unterbrochen, wieder angeschmissen und dann ging es wieder. Sind wir hier im Hintereingang von der Kneipe. Würde ich mal... Oh, ein Hühnchen. Oh, schau an, da haben wir schon die zweite Flasche. Eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Somit haben wir schon zwei, das ist nicht schlecht. Ich glaube insgesamt, man sieht es noch gar nicht. Ah doch, ihr seht hier, da sind noch zwei freie Plätze. Das heißt, man kann insgesamt vier Flaschen finden. Zwei von vier ist schon mal kein schlechter Ausgangspunkt. Oh, was ist das denn für einer? Gehen wir erstmal von vorne in die Kneipe nochmal rein, damit wir das abgehakt haben. So. Was ist das hier? Gucken wir uns den Krug nochmal an. Ah, ist bloß ein Herz drin. Was ist denn mit dem hier? Die hübsche... Ja, die habe ich gesehen. Sehr hübsch. Die Frau wohnt am Wasserfall der Wünsche. Dabei in den Hügeln. Und der Flussquelle. Die musst du dir angucken. Die wirst du mögen. Okay. Trunkenbold, ob wir dem das glauben sollen. Mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt. Doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen. Und kam nie mehr zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Aha. Jemand mit einer Flöte. Was es da wohl mit auf sich hat. So, was haben wir denn hier? Gehen wir da mal rein. Oh, ein Shop. Ah ne, wir wollen erstmal nichts kaufen, glaube ich. Obwohl, ein paar Bomben könnten wir gebrauchen. Nimm dir, was du willst. Der Preis, die Preise stehen dran. Drücke den A-Knopf. Schönen Dank. Die Bomben kannst du hochheben. Drücke dazu A-Knopf. Oh, vielen Dank. Wäre ich nicht alleine drauf gekommen. So, was ist das für einer? Hallihallo, Link. Der Dorfälteste... Ich darf es zwar niemanden verraten, sag es keinem Bösen weiter, aber er versteckt sich im Palais, nahe des Ostpalastes. Palais. Oh, hoffentlich spreche ich das nicht falsch aus. Ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Also hier bist du jetzt. Oh, vielen Dank. Guck mal kurz mal auf die Karte, wo das ist. Ganz da drüben. Ui, da haben wir aber einen großen Weg vor uns. Also gut. Dankeschön, Kumpel. Geht's hier nicht auch irgendwo rein? Nicht? Schade. Oh, schau mal, wir haben die Flasche automatisch ausgewählt. Das wollte ich gar nicht. Immer wieder die Bombe drauf. Ja, den hier holen wir noch nicht ein. Da sind wir noch ein bisschen zu langsam für. Wo ich das gerne würde. So, was ist mit der Mutti hier? Link! Ich habe gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Ja, ich war es auch nicht. Glaub nicht die bösen Sachen, die hier erzählt werden. So, hier ist wieder ein Riss in der Wand. Oh, weg Hühnchen. Oh, noch ein Hühnchen. Was war denn mit dem Hühnchen gleich? Irgendwas war doch damit. Kann ich irgendwas mit dem Huhn? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hm, vielleicht später.
Oder wartet mal, ich habe da eine Idee. Vielleicht. Ich habe ja keine Ahnung. Nö. Also gut, dann wird das wohl später gelüftet werden. Was haben wir denn hier drin? 10 Pfeile. Wir haben noch nicht mal einen Bogen oder eine Armbrust und kriegen schon Pfeile dafür. Alles klar. Die ganzen Hühner haben Angst vor uns. Aber wenn wir die Hühner wütend machen, dann werden wir Angst vor den Hühnern haben. Glaubt mir. Werdet ihr aber noch früh genug sehen. Oh, was sind das für eine? Die ist auch wieder bestimmt böse auf uns. Gehen wir erstmal in ihr Haus. Aber hier ist gar nichts drin. Tun wir hier mal noch eine Bombe hin. Aber ich glaube, das bringt nichts. Wir müssen irgendwas damit machen. Ich weiß bloß nicht mehr genau, was das war. Aber wir werden es bestimmt noch rausfinden. Alarm! Wache! Hier ist der gesuchte Link! Wache, kommt schnell! Oh, das muss ja sein. Warum können die Bürger des Landes nicht mal zusammenhalten? Müssen immer gegeneinander sein und habt ihr nicht gesehen. So, oben werden wir dann später weitergehen. Wir gehen jetzt mal weiter runter. Das Dorf haben wir ja großzügig erkundet, möchte ich behaupten. Obwohl, gibt es hier einen Hintereingang? Nö, okay. Warum ist dann hinten die Hecke offen? Gute Frage. So, hier ist wieder ein Schild, was steht da drauf? Oh, noch mehr Zeichnungen von uns. Oh, da ist auch eine Wache. Oh nein, er hat uns gesehen. Okay, hier ist nix. Hier kommen wir auch noch nicht rein. Also wir können hier unten schon rein, aber ich glaube, das bringt nichts. Wir können ja mal schauen. Genau, weil die Tür ist dazu. Da geht's nicht weiter. Wir müssen von oben in den Brunnen reinspringen. Das Problem ist nur, wir kommen hier nicht vorbei. Wir brauchen da ein gewisses Werkzeug dafür. So, da ist der Hammermeister, der Schmied des Dorfes. Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Ja, kann ich verstehen. Du hast bestimmt eigene Sachen zu tun. Wir kommen später wieder. Gucken wir hier nochmal kurz. War hier nicht auch irgendwas ein Geheimnis oder täuscht mich da mein Gehirn? Okay, sieht nach einer Täuschung aus. Gehen wir weiter. Und dann fehlt uns nur noch ein was. Wir müssen einmal runter, weil da unten sind auch noch ein paar Gebäude. Haben wir hier auf der Karte ja auch schon gesehen. Seht ihr das? Da laufen wir gerade hin. So. Gehen wir erstmal in das Haus rein. Da ist eine Feder drauf. Habt ihr gesehen? So ein Zeichenfeder. Ach, schaut mal, da liegt ein Buch oben drauf. Kommt im Moment noch nicht hin, glaube ich. Schade eigentlich. Oh, eine Fee! Eine Fee! Sollten wir mal sehen, hier, ob wir die gleich einfangen können, hier, die gute. Komm her, Fee! Yes! Was machst du mit der Fee? In einer Flasche aufbewahren, so macht man es mit Feen heutzutage. Einfach einsperren. So, wählen wir mal wieder die Bomben aus. Gehen wir mal hier rein. Kleines Spielchen gefällig, 20 Rubine und du kannst eine Truhe öffnen. Versuch's mal. Oh, okay, ich versuche mein Glück. Nur zu, öffne die Truhe, deiner Wahl. Oh, oh, welche nehmen wir? Rechts, links, Mitte, rechts, links, Mitte. Ich nehme rechts. 50 Rubine, nicht schlecht. Nein, tut mir leid, du hattest deine Chance. Mehr Truhen kannst du nicht öffnen. Okay. Gehen wir nochmal raus, nochmal rein. Ja, hier gibt es nämlich auch, glaube ich, irgendwas. Kleines Spielchen gefällig. Hat man schon gehört. Ich versuche mein Glück. Öffne die Truhe deiner Wahl. Oh, nur ein Rubin, ist aber schade. Versuchen wir nochmal unser Glück. Wir haben ja noch ein bisschen Zaster. Kleines Spielchen. Natürlich, her damit. 50 Rubine, das ist gut. Da kann man viel Geld mitmachen, wenn man so ein bisschen... Aber ich glaube, da war noch was anderes zu holen. Versuchen wir es noch einmal, dann gehen wir weiter. Erstmal.
Okay, dann lassen wir das. Mit Deutsch nämlich hier gibt es auch einen Herzteil zu holen. Korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Dann gehen wir mal hier rein. Was ist denn das für einer? Sieht aus wie Elvis. Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit. Deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Das kriegen wir bestimmt geregelt hier. Schau, nicht mehr zugemauert. Und Link, was sagt mein großer Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Weiß ich nicht, könnt ihr euch ja jetzt selber drüber unterhalten. Die Tür ist wieder offen. Was ist hier? Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los. Oh, jetzt schon. Ich glaube, hier ging es lang. Scheiße. Ah, hier geht's lang. Sehr gut, sehr gut. Komm schon. Bei diesem Versuch betrug deine Zeit 0 Minuten und 11 Sekunden. Super, Glückwunsch. Du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis. Ein Herzteil. Juhu. Her damit, her damit. Du hast ein Herzteil gefunden. 3 von 4 haben wir jetzt schon. Steht denn hier auf dem Schild drauf? Achso. Nichts Wichtiges anscheinend. So. Dann haben wir hier auch alles. Vorerst. Bist du beeindruckt, dass ich so schnell da durchgekommen bin? Ich glaube, mit dir möchte ich nochmal ganz kurz reden, bevor wir weitergehen. Vielleicht hatte ich ja was Interessantes zu sagen. Vielleicht gibt es da noch ein anderes Präsent. So. Wenn es dir gelingt, bla 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 bla. Okay. Und jetzt? Was gibt's jetzt? Bei diesem Versuch betrug deine Zeit 0 Minuten und 11 Sekunden. Tut mir leid, ich habe nichts mehr, was ich dir geben könnte. Oh, das ist aber jetzt enttäuschend. Aber ich möchte mal hier nochmal mit der Pinkhaarigen reden. Mit der können wir gar nicht reden. Na gut. Lassen wir das. Aber hier können wir runterspringen, eine kleine Abkürzung nehmen. Und dann würde ich mal sagen, wir beenden ja auch den Part, bevor wir dann weitergehen. Ich glaube, wir werden noch einmal dieses Kistenspielchen machen. Natürlich, ich versuche mein Glück. Öffne die Truhe deiner Wahl. Nur 20 Rubine, können wir das nochmal machen? Okay, dann müssen wir nochmal raus, nochmal rein. Wir machen es jetzt noch 3 Mal, dann beenden wir den Part. Ich will ein Herzteil haben. Gibt's hier auch eins? Ich öffne jetzt immer die linke, weil ich denke, es ist so Zufallsprinzip. Irgendwann erwische ich schon mit der linken die richtige. Ein Versuch noch. Na gut, zumindest haben wir nicht Minus gemacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu dem Bruder. Da sind wir wenigstens geschützt. Das sind zwei große Hühnen, die können uns beschützen, falls hier böse Soldaten reinkommen. Na gut, die Tür ist wieder offen. Da werde ich mich mit meinem Bruder vertragen. Ja, ist immer besser. Also gut. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Part, mit dem Abenteuer für heute. Aber heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Aha, Schenkelklopfer. Mit diesen Worten beende ich meinen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert mich. Und dann hört man sich im nächsten Part wieder. Bis dann, bye bye und tschüss.